Na, hin und her laufen mindestens eine Stunde. Ja, ich meine, so die Distanz zwischen beiden Wänden ist unten. 30 Meter. 30 Meter. 20 bis 30 Meter. Dein Sohn kann dir einen schönen Pfad zeigen, da kannst du schön laufen. Hier. Ja, kannst du auch im Oktagon laufen. Wenn hier niemand anders da ist, ne? Oder im Sala. Die Treppe runter fliegt da nicht. Nein, du brauchst ja nicht die Treppe runterfliegen. Das ist 20 bis 30 Meter. Wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin oder zu Hause und ich habe jetzt nur 8 oder 10 Meter, ist das dann. Ja, das ist auch okay. 5 Meter ist auch okay, aber dann musst du halt öfters wenden. Hm? So, was wollen wir mit unserem Leben Sinnvolles anstellen? Hä? Das ist eine gute Frage. Ne? Ihr kennt das deutsche Wort Tretmühle. Man tritt und tritt und eine Mühle ist immer rund und rund und rund und man kommt nicht weiter. Das ist doch ein Ausdruck für den Alltags, die Alltagstretmühle. Wir stehen auf, wir essen was, machen was, essen wir wieder was und gehen wir schlafen. Und das ist halt unsere Geburt. Ne? Ja. So wollen wir das natürlich nicht sehen. Aber so ist das, ne? So ist das Leben. Ne? Das Leben eines Menschen ist mühselig. Ne? Muss aufstehen, ne? Was essen, muss man Geld verdienen, dass man was essen kann, dass man eine Wohnung hat, dass man was zum Anziehen hat, dass man sich, wenn man krank wird, versorgen kann. Und dann erzieht man diesen Körper für 15 Jahre lang, die ersten 15 Jahre trainiert man ihn, dass er das machen kann, was man machen wollen. Und dann die letzten 40 Jahre und das Leben zerfällt. Und dazwischen drin gibt es gerade mal 20, 30 Jahre, wo es einigermaßen konstant bleibt. Sie schaut aber nicht gerade danach aus, als ob das sich lohnen würde, wenn man es so betrachtet. Ja, aber die Menschheit kennt es kaum anders. Ja, das ist die Frage, das ist das, ne? Weil wir in einer Gesellschaft geboren sind, die diese Konzepte nicht kennt. Ne? Die denkt, dass es gibt einmal ein Leben, ne? Und dann ist alles vorbei. Und was dann passiert, die Atheisten glauben, dass da nichts passiert, dass man sich da einfach auflöst in leere Luft. Die Christen glauben, dass sie entweder in den Himmel kommen, ne? Und die Nichtchristen wissen, dass sie in die Hölle kommen und so, für ewig, oder bis zur Auferstehung. Und was passiert dann nach der Auferstehung? Dann stehen wir wieder auf als Menschlein, oder?
Niemand weiß das. Das ist alles nur, wird alles nur geraten. Vermutung. Manche sind davon ganz fest überzeugt. Ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich komme in den Himmel. Ja, Denkstepuppe. War schon ein schöner Ausdruck aus den 70er Jahren. Denkstepuppe. Schön gedacht, aber nicht der Wahrheit entsprechend. Wir werden geboren und sterben und dann werden wir wiedergeboren, nicht unbedingt als Mensch, irgendwo in einer der 31 Daseinsebenen. Ein bisschen auf der fünften Daseinsebene, über uns beginnen die himmlischen Regionen und unter uns beginnt das Tierreich, das Geisterreich, Dämonenreich und das Höllenreich. Und da halten sich eigentlich die meisten auf, die meisten Wesen. Der Himmel ist nicht so bevölkert, Menschenreich ist auch nicht so bevölkert, gerade mal 7 Billionen, ne? Das in der Hölle ist, das sind Trilliarden. Ne? Unvorstellbar. Im Tierreich gibt es ja, also da reicht ja nicht mal Trilliarden aus. Und dann hangeln wir uns von einer Existenz zur nächsten. Ne? Wir haben den Buddha, ne? Egal, ob wir jetzt im Christentum aufgewachsen sind oder im Buddhismus, in jeder Religion gibt es eigentlich Tugendregeln, ne? Gibt es eigentlich moralische Verhaltensweisen, wie man sich eigentlich als Mensch verhalten sollte. Ne? Und wenn man sich daran hält, dann kann einem eigentlich auch nicht viel Schlimmes passieren. Und im Buddhismus sind die halt vollkommen oder vollständig, ne? Die Verhaltensregeln, die ersten vier sind den 10 Geboten gleich, aber die fünfte, keine Drogen und kein Alkohol, das ist im Christentum nicht drin. Zum Beispiel im muslimischen Glauben ist es drin, die dürfen auch keinen Alkohol trinken. Insofern ist es da und halten wir uns daran, dann können wir davon ausgehen, dass wir auch nicht runterfallen. Das ist unser Gelände, an dem man uns festhalten kann vor dem Abgrund. Ne? Niemand will in die Hölle. Ne? Und man braucht uns nicht sagen, wie furchtbar die Hölle ist. Wir kennen sie aus eigener Erfahrung. Deswegen fürchten wir uns auch vor der Hölle. Ne? Deswegen denken wir, wenn wir an die Hölle denken, dann denken wir, das ist grauslich. Natürlich ist es grauslich, ne? Weil wir schon so oft drin gewesen sind. Ne? Und niemand will eigentlich wieder zurück. Also dann halten wir uns eben an die 5 Tugendregeln. Das erste ist, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Inklusive der Tiere. Nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist. Kein sexueller Missbrauch. Wenn man im Westen anschaut, ist Nummer 1, aber auch im Osten ist es also gang und gäbe. Ist man verheiratet, dann bleibt man treu. Ne? Hat man einen Partner, dann bleibt man dem treu. Ne? Und dann niemand aufgrund seiner Position also sexuell zu benutzen. Also zum Beispiel Lehrer-Schüler-Verhältnis oder Professor-Studenten. Chef, Sekretärin, das ist alles sexueller Missbrauch. Und wenn man sich überlegt, vor 100 Jahren oder 120 Jahren war das alles strafbar in Deutschland. Derjenige, der in der Ehe fremdgegangen ist, wurde bestraft. Ha? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da werden Gefängnisse voll. Dasselbe mit dem Lehrer, ne? Der wäre sofort ins Gefängnis gewandert. Ne? Oder der Professor. Ne? Tja, damals gab es halt noch, ne?
Gab es noch ein bisschen Moral? Nee. Was soll's? Dann keine das vierte, keine unrechte Rede, ne? Keine Lügen. Ne? Und vor allem keine harsche Rede, die andere Menschen verletzt. Ne? Und kein Alkohol und keine Drogen. Alles das, was uns unachtsam macht. Ne? Das sind die fünf Tugendregeln. Halten wir die ein, dann haben wir auch keine Sorgen. Ne? Und wieso das deutsche Sprichwort sagt, ne? ein ruhiges Gewissen oder ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Ja. Die Leute, die Angst haben vom Sterben, ja, die erinnern sich halt an ihre schlechten Taten und die wissen eigentlich, im Grunde genommen wissen sie eigentlich, wo sie hinkommen. Deswegen, davor haben sie Angst und deswegen wollen sie auch nicht sterben, teilweise. Ja. Schaut euch die Leute an. Ne? Diejenigen, die friedlich ins Dasein oder ins dahinscheiden, das sind meistens Menschen, die ein reines Gewissen haben. Die haben sich nichts vorzuwerfen. Die haben ihr Leben gut gelebt. Und das können wir jetzt auch, ne? Von heute an. Tja. Wir können so viel machen, ne? Also die Tugendregeln verbieten uns ja nicht Eis zu essen oder ins Kino zu gehen oder irgendwo hinzufahren. Das anzuschauen, jenes anzuschauen, Bücher zu lesen, verhindert das alles nicht. Das sagt uns ja nur, dass wir nicht Dinge machen, die andere verletzen. Sei es durch Rede, oder sei es durch Taten oder sei es durch ihnen etwas wegzunehmen. Oder sie auszunutzen, sexuell auszunutzen. Und alles andere ist ja erlaubt. Und das ist ganz wichtig, das ist auch für unsere Praxis wichtig. Wenn wir wirklich anfangen, ernsthaft zu praktizieren und wir halten die fünf Tugendregeln nicht ein, geht unsere Praxis nicht voran. Und sich dann auch keine Sorgen zu machen. Also das ist dasselbe. Ne? Da geht man gegen, da hält man die Tugendregel nicht ein und dann macht man sich ständig Vorwürfe. Das ist auch nicht das Ding. Zu sagen, okay, bin daneben getreten oder bin ins Fettnäpfchen getreten, jetzt nächstes Mal versuche ich nicht reinzutreten. Ja. Nicht sich das schuldig zu fühlen, sondern einfach das zugeben. Ne? Die Suppe, ne? Dem deutschen Motto, die Suppe, die ich mir eingebrockt habe, die muss ich auch auslöffeln. Egal. Ne? Da brauchen wir dann keine Sorgen zu machen, ne, wann die Suppe jetzt kommt. Irgendwann kommt sie. Und wenn wir nicht so viel auf dem Kerbholz haben, wie man es so schön sagt, ne? Dann brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Es dient unserem eigenen Wohlsein. Ja? Wir wissen doch, wir haben doch ein Gewissen. Ne? Und wir wissen genau, was richtig ist und wir wissen ganz genau, was nicht richtig ist. Unser Gewissen sagt uns das doch, wenn wir was Falsches machen wollen. Da fühlen wir doch so ein ganz komisches, mulmiges Gefühl. Ne? Wir sind doch alle Menschen. Ne? Für manche Menschen gilt es nicht, die haben das weggedrückt. Ne? Aber für uns als normale Menschen oder als etwas spirituelle Wesen gilt das. Ne? Wir wissen ganz genau, wenn etwas nicht richtig ist. Ja, und warum müssen wir es dann machen? Dann lassen wir es doch lieber sein und machen etwas, was Gutes tut, was uns ein Wohlgefühl bringt. Ne? Wie zum Beispiel großzügig sein oder respektvoll gegenüber anderen zu sein. Oder dankbar zu sein. Das sind nämlich auch drei Tugenden, die notwendig sind, wenn wir irgendwann mal den Entschluss gefasst haben, in die himmlischen Reiche aufzusteigen, dann brauchen wir das. Brauchen wir Großzügigkeit, dann brauchen wir Respekt. Respekt, ne? in der Form Achtung, ne? Vor anderen Wesen, Achtung vor unserem Chef, Achtung vor unseren Eltern, ne? Und Dankbarkeit. Was ist auf Deutsch Prerequisite? Das sind die, wie sagt man da? Voraussetzungen, um in den Himmel zu kommen. Ne? Und natürlich die fünf Tugendregeln.
Und dann sind wir im Himmel für eine Weile. Genauso wie ihr jetzt im Urlaub für eine Weile seid, dann ist das Geld aus und dann kommen wir wieder zurück in die Arbeitshölle. Und dann muss man sich das Geld wieder verdienen. Und so ist das. Ne? Das ist dieser Kreislauf und der Arjuna Buddha hat ihn ganz klar gesehen. Das heißt, er hat gesagt, nicht, dass die Wesen ewig da und dort oder dahin kommen, ne? Sondern dass sie ständig sich verändern. So wie wir uns verändern, ne? So wie wir von einem Platz zum anderen umziehen oder von einem Land zum anderen Land gehen, ne? So gehen die Wesen von einer Daseinswelt in die andere. Ne? Und da gibt es im Grunde genommen eigentlich, es ist ein ewiger Kreislauf, wenn man sich nicht entschließt, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und die Antwort auf diese Frage hat ja der erhabene Buddha gesucht, bevor er ein Buddha geworden ist. Wo er sie gefunden hat, ist er ein Buddha geworden. Und dann hat er den Menschen diesen Kreislauf erklärt, hat ihn auch die 5 Tugendregeln erklärt und hat uns auch den Weg, wenn wir wollen, aus diesem Kreislauf auszubrechen, hat uns auch den Weg gegeben. Wie man rauskommt. Und der Weg, wie man rauskommt, ist so als erstes mal die Tugendregeln einzuhalten. Und dann geht's an und fängt es an mit Samadhi. Ne? Den Geist zu konzentrieren, nicht ständig rumhängen zu lassen, nicht ständig wandern zu lassen. Immer wieder zurück zu einem Punkt, immer wieder zurück zu einem Punkt. Und das ist das Samadhi, ne? Oder Konzentration. Oder manchmal bei uns wird es auch als Vertiefung genannt. Ne? Man vertieft sich, ne? So wie man sich in ein Buch vertieft, so vertieft man sich in die Meditation. Ne? Und je besser man sich vertiefen kann, umso glücklicher wird man. Und alles, was dazu gehört, ist, die ganzen Gedanken mal sein zu lassen. Das macht uns schon glücklich. Wo kommen die Sorgen her? Gedanken. Wo kommen die Nöte her? Gedanken. Wo kommt die Furcht her? Gedanken. Ja? Wo kommt Zukunft her? Gedanken plus Erinnerung. Wo kommt die Vergangenheit her? Erinnerung. Lassen wir mal Gedanken und Erinnerungen raus. Ja, wie können wir dann nicht zufrieden sein? Ja? So einfach klingt das. Und das ist das Schwierige, ne, weil der Geist es nie gelernt hat, sich auf einen Punkt oder auf einem Punkt zu bleiben. Ne? Und dann müssen wir ihn jetzt dazu zwingen. Ne? Da spielt die Musik zurück und wieder zurück. Und es ist wurscht, wie oft wir zurückgehen müssen. Und es ist wurscht, wie oft der ausreißt. Ne? Immer wieder zurück. Ne? Und da müssen wir geduldig sein, eine unendliche Geduld entwickeln. Und das ist eine Voraussetzung. Wir müssen einmal erleben können, was es heißt, frei zu sein für einen Moment. Frei zu sein von den Gedanken, von den Erinnerungen, die uns ständig plagen. Ihr ladet doch auch die Erinnerungen nicht ständig ein. Die kommen doch von alleine. Die kommen wie die Wolken hier und bedecken die Sonne. Oder manchmal sind es Regenwolken. Wenn es in Deutschland dann ist, dann ist er auch noch nass und kalt. Aber die ziehen dann auch wieder vorüber. Und diese ganzen Dinge, ne, die wir sehen oder beobachten können, als nicht selbst zu betrachten. Ich habe die Gedanken nicht eingeladen, also können die nicht mehr. Ne? Ich habe die Erinnerung nicht eingeladen, also können die nicht mehr. Wenn ich etwas haben will, wenn es mir gehören soll, ne, dann kann ich mit dem tun, was ich will. Ne? Also ich kann es mir anschauen. Wenn ich es nicht anschauen will, dann lege ich es in die Ecke. Ja? Kannst du das mit deinen Erinnerungen tun? Nein. Manchmal ist es ganz schwierig, sogar eine Erinnerung, die man haben will, hervorzuholen, weil man nicht weiß, wo sie steckt.
Aber die meisten Erinnerungen kommen ganz von alleine, ne? Ohne dass wir sie gebeten haben zu kommen. Ne? Genauso mit den ganzen Gedanken. Ne? Sie finden fast 99% dieser Gedanken, die ständig da in unserem Kopf herumschwirren, sind vollkommener Käse. Wir haben sie gar nicht eingeladen. Ja? Wie kann man dann sagen, das sind unsere? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Da gibt es drei Prinzipien, die der erhabene Buddha gesehen haben, die charakteristisch sind für alle Daseinswelten. Und das ist Anicca, das ist vergänglich. Alles, was entsteht, vergeht. Das Glücksgefühl, das in unserem Herzen entsteht, das vergeht auch wieder. Das traurige Gefühl, das in unserem Herzen entsteht, vergeht auch wieder. Alles entsteht und vergeht. Der Körper entsteht und vergeht. Gefühle entstehen und vergehen. Gedanken entstehen und vergehen. Erinnerungen entstehen und vergehen. Alle diese Dinge. Und Selbstbewusstsein entsteht und vergeht. Das ist eines der Prinzipien. Das ist das Anicca. Vergänglichkeit. Es entsteht, es bleibt für eine Weile und dann vergeht es wieder. Anatta, das ist das, was auch immer wir beobachten können, können wir nicht sein. Du kannst doch deine Gedanken beobachten. Ja, wer ist denn da bitte schön der Beobachter? Das haben wir uns noch nie gefragt. Wer weiß denn, dass deine Erinnerung ist? Wer weiß denn, dass dein Gedanke ist? Wer weiß denn, dass dein Gefühl ist? Warum sagen wir, das ist mein Gefühl? Wer ist denn der das weiß, dass dein Gefühl ist? Das Gefühl weiß nicht, dass es ein Gefühl ist. Frag es nächstes Mal. Weißt du, dass du ein trauriges Gefühl bist? Und sofort ist es weg. Ne? In dem Moment, wo man es fragt, ist es weg. Weißt du, dass du ein Gedanke bist? Was sagt der Gedanke? Nix. Das ist wie die Wolke. Die sagt auch nichts, wenn man fragt. Weißt du, dass du eine Wolke bist? Ne? Die reagiert nicht. Die zieht ihrem Lauf entsprechend. Und genauso, das müssen wir lernen, alle Dinge, die wir beobachten können, können wir nicht sagen. Weil wer ist denn der es beobachtet oder der es dann klassifiziert? Der sagt, das ist ein Gedanke. Der sagt, das ist ein schöner Gedanke. Der sagt, dass es ein schlechter Gedanke ist. Der sagt, der eine Erinnerung ist. Wer ist denn das dann? Wenn wir etwas sind, dann sind wir doch derjenige, der die Sachen beobachtet. Das ist wie im Film. Ne? Ihr schaut euch einen Film an und dann seid ihr in dem Film. Und dann lacht er und dann weint er und dann fürchtet er euch. Ne? Ja, obwohl ihr genau wisst, das seid ihr nicht. Ne? Warum regt ihr euch auf, was da passiert in dem Film? Oder warum lacht er über die komische Situation? Ha? Ihr wisst doch ganz genau, das sind einfach nur projizierte Bilder. Aber genauso ist es mit uns, mit den Gedanken, die wir haben, oder mit den Erinnerungen, die zu uns kommen. Die sind so nahe, genauso wie diese Filmleinwand. Ne? Und dann denkt man halt, na, das sind wir. Und dann haben wir natürlich eine Schwierigkeit. Und wenn wir lernen, dieses Prinzip anzuwenden und sagen, da ist ein Gefühl, dann können wir das beobachten. Und dann können wir das analysieren. Wenn ich sage, ich bin müde, dann will ich nur schlafen gehen. Wenn ich sage, da ist Müdigkeit, okay, dann lass mal schon, was ist denn das? Wie fühlt sich das eigentlich an, Müdigkeit? Und sofort ist die Müdigkeit verschwunden, weil wir Interesse haben. Ja? Ein bisschen genauer, also ich sag mal so, das Problem habe ich jeden Abend. Also ich gehe eigentlich ins Bett, also schon so. Und da verstehe ich, denke ich auch verhältnismäßig früh auf, aber trotzdem dieses Früh, ich würde gerne länger aufbleiben, aber trotzdem kommt abends, sag ich mal so, um 7, um 8, werde ich müde. Und dann denke ich mir, okay, der Körper ist müde. Nein. Also, der Geist ist müde. Ja. Du brauchst doch nur, weißt du, wenn da jetzt, ne, du einen Fernseher hättest und da läuft ein interessanter Film, dann wärst du nicht müde.
Dann lass doch mal. Ich habe doch gesagt, ne? da kann man so einen Trick anwenden. Ja? Dann denkt man an eine oder versucht sich etwas zu erinnern, an eine Situation, die einen aufregt. Braucht man nur 2 oder 3 Minuten, sich daran zu erinnern, und wusch, hat man alle Energie zurück. Und du hast es sicherlich auch ausprobiert und du hast auch gemerkt, dass es funktioniert, aber die Kilesas wollen nicht. Ha? Die wollen da lieber schlafen. Ne? Und je länger du schläfst, ne? Wenn das nur 4 Stunden sind, dann ist das wurscht. Da kannst du 7 ins Bett gehen und um 11 Uhr wieder aufstehen. Ne? Aber wenn du dann 8 Stunden schläfst, ne? In den 8 Stunden Schlaf, machst du all die Arbeit kaputt, ne? Die du während des Tages dir wieder einholst. 4 Stunden Schlaf sind okay, wenn du einigermaßen, wenn er tagtäglich meditiert. Ne? Wenn er gut meditiert, braucht er nur 3 Stunden oder 2 Stunden. Ja? Und wenn er wenig meditiert, braucht er 5 Stunden oder 6 Stunden. Aber mehr als 6 Stunden braucht er nicht. Ja? Aber es ist nicht so, also wenn ich diesen Zustand des Samadhis erreiche, so stelle ich mir das vor, indem ich mich erholen kann, ja? Dass ich dann mit 4 Stunden oder weniger schlafen, ja? Kann, aber solange ich noch im Moment sehr hart arbeite, um überhaupt, ja? Meinen Geist zur Ruhe zu bringen. Aber dennoch ist doch der Geist müde und nicht der Körper. Der Körper fühlt sich dann aber auch manchmal ganz, ja, gut. Ja, natürlich. Es ist ja auch vollkommen okay. Natürlich, wenn du das Samadhi hast, ne, dann brauchst du weniger Schlaf. Ne? Das ist schon klar. Deswegen sage ich, wenn du das Samadhi hast, dann brauchst du weniger als 4 Stunden. Ne? Dann reichen 3 Stunden oder 2 Stunden aus. Ja, aber wenn du dich bemühst, ne, also mehr als 5 Stunden, ne, selbst wenn du nicht in Samadhi reinkommst, ne, mehr als 5 Stunden brauchst du auf keine Fälle. Und du machst dir mehr kaputt. Ne? Du siehst doch, wie du am Morgen, wenn du aufwachst, eigentlich kaputt bist. Merkst du es nicht? Ich bin ja noch ein bisschen. Ich schlafe so etwa 6 Stunden, manchmal auch 7. So, ja? Ja, und das ist viel. Das ist zu viel. Du träumst doch, du wachst doch meistens auf durch einen Traum. Ja? Und das Träumen ist doch nichts anderes, als wenn man in der Meditation sitzt und denkt. Das wollen wir doch unterbinden. Ne? Und je eher du das unterbinden kannst, umso weniger musst du schlafen. Aber klar, Müdigkeit, ne? Sloth and Torpor, ne? Im Englischen, Müdigkeit, ne? Trägheit, Faulheit, das sind halt die Hindernisse, die wir überkommen müssen. Ne? Und du musst halt mal schauen, ne? Überlegst du das was? Ne? Einfach so mal ein Gegenmittel da. Ne? Weil die sagen dir, du bist müde und dann bist du müde. Ja? Weil die haben ja das Sagen. Das ist doch das Problem. Wir sind noch nicht frei. Ja? Die Kilesas sagen uns, was wir zu tun und lassen haben. Ne? Wenn das dein Mann ist, ne? Dann kannst du dich dagegen wehren. Aber wenn du das selber bist, dann kannst du dich nicht dagegen wehren. Ja? Und da gibt es eben dieses Mittel, das bin ich nicht, gehört mir nicht. Ne? Wer bist du, der mir das erzählt? Komm doch mal fragen. Hm? Wenn da die Stimme kommt und sagt, ich muss das jetzt unbedingt machen. So, und wer bist du? Ja, du machst doch. Ne? Aber mich brauchst du nicht dazu. Hm? Das ist Kampf. Und das wird nicht so schnell, das wird nicht von heute auf morgen weggehen. Ne? Also diese Müdigkeit zu überwinden, das dauert eine Weile. Ne? Aber du musst halt kämpfen. Ja? Du darfst nicht gleich hingeben, ne? Sondern jeden Tag, ne? Okay, dann versuch es nochmal. Und du wirst es sehen, es geht. Ja? Wenn du gleich, wenn ihr immer gleich nachgebt, dann wird kein Fortschritt erfolgen. Ihr müsst jedes Mal versuchen, ein bisschen länger dagegen anzukämpfen. Ob das nun Schmerzen sind oder ob das Müdigkeit oder Trägheit oder Rastlosigkeit oder was auch immer an Hindernissen ankommt, dann müsst ihr dagegen angehen. Da dürft ihr nicht sofort nachgeben. Sagen, okay, ne, jetzt versuche ich es nochmal und dann mal schauen. Ne? Und manchmal läuft das wunderbar. Manchmal kannst du deine besten Sitzungen haben, ne, wenn du das glaubst, ich kann nicht mehr.
Und dann raffst du dich mal auf und konzentrierst dich für 5 Minuten und dann plötzlich sitzt du noch eine Stunde. Aber die Gläsers wollen das natürlich nicht. Die wollen dich schön unten halten, auf demselben Niveau, dass da nichts vorangeht, dass die ja nicht ihre Macht verlieren. Ja? Also wenn ich in der Frage ist nur nochmal, wenn ich jetzt zu viel schlafe, was mache ich kaputt? Deine Konzentration, die du dir während des Tages erworben hast. Also nicht nur die Konzentration, sondern auch damit die Achtsamkeit oder das Gewahrsam, das da aufkommt. Du weißt doch, wenn du zu lange geschlafen hast, bist du vollkommen dösig. Normalerweise, ja. Ja? Dann musst du, ja. Das Gewahrsam, das wir, wahrscheinlich, vielleicht kennst du es noch nicht so, dieses scharfe Gewahrsam, ne, dass das alles mitkriegt. Dass jeden Gedanken mitkriegt, dass jede Erinnerung mitkriegt, dass jedes Gefühl mitkriegt, ohne dahin zu gehen. Einfach nur zu sehen, was da reinkommt. Ne? Diese scharfe Gewahrsam, das wirst du merken, das geht beim vielen Schlafen, geht es kaputt. Und dann setzt man sich wieder den ganzen Tag hin, ne? Und dann kommt man wieder zu einer Stufe, wo man gerade mal anfängt, ne? So ein bisschen klarer zu werden, und dann wird man müde, und dann schläft man, und dann am Morgen fängt man wieder da an, wo man am Morgen davor angefangen hat. Und da kommen wir ja nicht weiter. Das ist dasselbe, wenn wir am Strand sind und eine Sandburg bauen und gerade so weit aufbauen, dass die nächste Welle das wieder kaputt macht. Dann kommt unsere Sandburg nie zustande. Linda understands everything. Gut. Ja, also Samadhi ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo wir zwei Sachen lernen. Erstmal uns lernen zu konzentrieren. Konzentrationsfähigkeit braucht man auch in der Welt. Man muss sich auf das, was man macht, konzentrieren können. Aber was wir noch weiter dabei lernen, ist dieses Gewahrsam. Und dieses Gewahrsam, das ist objektiv. Das hält nichts dafür, dass es schlecht ist oder gut ist, sondern es ist einfach nur gewahr, da ist ein Gefühl. Ne? Das weiß, ob das Gefühl neutral ist oder ob das angenehm ist oder unangenehm ist. Und mehr ist es nicht. Ne? Das ist das Objektive. Ne? Und wenn man etwas objektiv betrachtet, ohne Vorlieben oder ohne Abneigung, dann sind die Dinge einfach so, wie sie sind. Und das entwickeln wir mit Hilfe des Samadhis oder der Konzentrationsübung. Immer wieder zurück zum Punkt, immer wieder zurück zum Buddha oder immer wieder zurück zum Atem. Und dieses Gewahrsam erlernen wir dadurch, indem wir gewahr sind auf, wie das Buddha ist oder wie der Atem ist. Ist das Buddha schnell, ist es tief, ist es langsam? Ne? Oder ist es oberflächlich? Wie ist das Buddha? Bin ich jetzt am Anfang des Buddhas, bin ich in der Mitte des Buddhas oder bin ich am Ende des Buddhas? Das ist das Gewahrsam, das wir dadurch lernen. Aber am Anfang müssen wir uns erstmal konzentrieren können, bevor wir dieses Gewahrsam entwickeln können. Und dann haben wir, wenn wir dann dieses Gewahrsam haben, oder dieses Sati, was es im Pali heißt, ne, dann können wir anfangen zu untersuchen. Dann können wir zum Beispiel untersuchen, ne, Gedanken. Ja, wer ist es, der die Gedanken sieht? Was ist der Körper? Der Körper ist nichts anderes als ein Auto. Da geht man rein, man stellt den Motor an und dann fährt man damit. Wenn man rausgeht, dann ist das Auto Auto. Man kümmert sich um das Auto, man tut Wasser rein, man tut Schmiermittel, damit das nicht, Sachen nicht abbrechen, und Öl und Benzin. Ja, und so gehen wir mit unserem Körper. Und das ist nichts anderes. Steigt er mal aus dem Körper aus und seht er, dass er nicht der Körper sei. Weil sonst wird man nämlich mit dem Körper sterben. Wenn wir der Körper sind. Dann wären wir wirklich, ne? Aber wir sind nicht der Körper.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiges. Ne? Und das hilft uns in vielen Situationen. Wenn der Körper krank wird, ne? Dann ist der Körper krank, aber dann muss die Seele noch lange nicht krank sein. Ne? Ja. Weil wir uns so sehr mit diesen Dingen identifizieren. Und deswegen brauchen wir diese Objektivität, die die Sachen einfach so sieht. Aha, da ist ein Körper, da sind Gefühle, da sind Gedanken, da ist Erinnerung. Und das sind Sachen, die wir beobachten können. Die sind aber nicht wir. Ja, schwierig, gell? Wenn die Seele krank ist, das legt sich ja dann auf den Körper auf. Richtig. Richtig. Ich nenne das nicht Seele, sondern Chitta, aber ihr könnt es erstmal vorläufig mal Seele nennen. Ne? Es ist, Seele ist noch was Persönliches, Chitta ist was Unpersönliches. Ne? Und das kommt eigentlich näher hin an die Sache. Ne? Das ist klar. Wenn das Chitta krank ist, dann die ganzen psychosomatischen, ne? Die Chinesen wissen das seit 2000 Jahren. Ne? Das ist ein Bestandteil ihrer Medizin. Die wissen, dass jede Krankheit von der Psyche kommt, also von der Seele kommt oder vom Chitta kommt. Ne? Ohne dass das Chitta krank ist, ne, oder sich krank macht, ne, würde der Körper nicht krank werden. Außer den natürlichen Krankheiten, ne, wie Grippe oder was weiß ich auch. Oder Bruch. Das sind ja natürliche Krankheiten, die haben ja nichts mit der Seele zu tun. Und an irgendwas müssen wir immer sterben. Ne? Irgendwas fällt immer aus. Ne? Man kann da nicht sagen, oh, der ist am Krebs gestorben. Ne? Das ist, weil er einen schlechten Lebenswandel hat. Nein, er ist gestorben. Ne? An irgendwas sterben wir immer. Ne? Entweder geht einem die Luft aus oder das Herz versagt, ne? oder die Lunge versagt oder die Niere versagt oder irgendwas versagt. Ne? Wie beim Auto, irgendwas versagt zuerst. Ne? Bei dem einen Auto versagt das, beim anderen Auto versagt das. Ne? Und zum Schluss ist es nur noch Schrott. Ja? Der Zeitpunkt ist festgelegt, ja. Egal. Ja, so wie dein Körper schon festgelegt ist, du kannst ja deinen Körper auch nicht ändern. Ne? Wenn du geboren wirst, ist das ja alles genetisch, ist es ja festgelegt. Und das, was genetisch festgelegt ist, das ist karmisch festgelegt. Ne? Das Karma, das geht quasi in die Genetik über. Und der eine, da ist es genetisch festgelegt, der stirbt mit ungefähr 100 Jahren. Ne? Der andere, bei dem ist es genetisch festgelegt, der stirbt, wenn er 20 ist. Also egal, wie er mit seinem Leben umgeht. Egal, wie er mit diesem Leben umgeht. Er wird trotzdem zu demselben Zeitpunkt sterben. Plus, minus ein, zwei Jahre. Ne? Wenn er schlecht mit seinem Leben umgeht, dann wird er Probleme im nächsten Leben mit seinem Körper haben. Also wenn er den Körper nur noch mit McDonald's und Kentucky Fried Chicken, ne, vollstopft, ne, und keine Übungen macht, keinen Sport betreibt und nichts, ne, sich überhaupt nicht um den Körper kümmert, ne, sondern einfach nur mit vollen ungesunden Sachen, ja, dann wird er im nächsten Leben Probleme mit der Leber, Niere und was weiß ich auch noch haben. Aber in diesem Leben nicht. Ne? Also schon auf den Körper aufpassen, aber nicht zu viel. Ne? Vom makrobiotischen zum mikrobiotischen, jetzt ist was ist das jetzt? Zum mikrobiotisch, oder was? Und von nicht Fleisch, von vegetarisch zu veganisch und jetzt gibt es halt noch was, oder? Das bringt alles nichts. Das ist nicht der Punkt. Sondern zu merken, der Punkt ist zu merken, was der eigene Körper braucht. Aber davon gehen wir ja nicht aus. Wir gehen ja entweder davon aus, ja, heutzutage ja gerade in Deutschland, ne, was die Wissenschaft sagt, das ist gut, das muss man machen. Ne, und kriegt man auch nicht mit, dass die jede 10 Jahre ihre Meinung ändert. Ne?
Wie war das mit dem Eiweiß? Wie hieß denn das? Cholesterin. Ja? Oder Cholesterol oder was auch immer. Ne? Jetzt haben sie vor 2 Jahren haben gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Bei dem einen so, beim anderen ist so. Aber wie lange haben sie unsere Tabletten fressen lassen? Ha? Dein Cholesterinspiegel ist so hoch, du musst ihn abbauen und so weiter. Ja, und wir sind so hörig. Ne? Wir glauben das. Ne? Und dann kommen sie 10 Jahre später und sagen, es war alles Käse. Ha? Wir haben uns verschaut, aber jetzt wissen wir es. Ne? Und dann kann man sagen, ja, in 10 Jahren sagt man wieder was anderes. Ne? Nein, wir müssen nur schauen, was unser Körper verträgt und nicht verträgt. Wo wir uns gut danach fühlen und wo wir uns nicht so gut danach fühlen. Und danach müssen wir eigentlich gehen. Ne? Also kann ich sagen, weil man immer sagt, jetzt, er muss jetzt ein bisschen mehr an seiner Lebensordnung arbeiten. Ja, natürlich kannst du ihm das. Natürlich kannst du ihm das sagen. Ja? Aber du solltest das bei dir zuerst mal selber machen. Ja? Aber du solltest ihm nicht sagen, was er machen soll, sondern nur, dass er daran arbeiten soll. Das will er ja von sich aus sagen. Das soll er dann von sich aus herausfinden. Was ist denn jetzt los? Na, wir sagen doch auch im Deutschen, das einen Medizin ist das anderen Gift. Nee, er wollte es von sich selber raus. Ja, das muss jeder für sich selber rausfinden. Ne? Aber das, im Deutschen heißt das anders, ne? Das ist jetzt übersetzt aus dem Englischen. Ich habe es irgendwann mal gehört, habe es aber wieder vergessen. Also, ne? Das ist, wir genauso wie wir uns um unser Auto kümmern müssen. Ne? Das darf man auch nicht verdrecken oder verludern lassen. Ne? Aber wir brauchen relativ wenig. Ne? Wir geben ihm die richtige Nahrung. Ne? Aber wir tun das ja nicht. Wir essen ja und das, was schmeckt. Ne? Und das, was schmeckt, ist nicht unbedingt, was dem Körper gut tut. Ne? Manchmal ist es stimmt es überein, ne? Aber nicht immer. Ne? Und dann essen wir zu viel. Ne? Einfach sich drum kümmern, ne? Und dann sagen, okay, ne? der geht seinen Weg. Ne? Ja, das ist eines der wichtigsten Dinge. Wenn wir das einigermaßen so ein bisschen uns immer wieder daran erinnern, geboren werden, älter werden, krank werden, sterben, dass wir das nicht sind. Das ist ein Stück, genauso, wir kaufen ein neues Auto und dann wird es älter und dann fangen an die Dinge nicht mehr so funktionieren, bis man das auf den Schrottplatz bringt. Da tut man das auch nicht, ne, in den Sarg packen und unter die Erde tun. Ne? Was unsere Gesellschaft, ne, aber das ist überall auf der Welt, mit diesem Körper macht. Ne? Das ist ein Stück Haut. Ne? Du tust ja auch nicht deine alt abgelegte Kleidung, ne, in den Sarg reintun und dann feierlich beerdigen, oder? Schmeißt es auf den Müll oder schmeißt es in die alten Kleidersammlung, ne? Dass ein anderer auch noch anziehen kann. Und so ist es mit dem Körper. Der Körper gehört uns nicht. Ne? Das ist eine Leihgabe, ne, die wir haben für eine bestimmte Zeit. Und so soll man eigentlich, so wie wir uns, wenn wir uns was ausleihen vom Nachbarn, müssen wir uns auch drum kümmern. Ne? Und so soll man den behandeln. So soll man den behandeln. Ne? Ja, und wie gesagt, das Karma spielt eine große Rolle. Das Karma spielt eine Rolle, in welche Familie wir reingeboren werden, in welchen Staat wir reingeboren werden, ne? in welches Milieu wir reingeboren werden. Das ist alles karmisch bedingt.
Das ist nicht Zufall. Der eine wird im Ghetto wieder geboren und der andere in Afrika und dann verhungert, ne, fast. Ne? Und der andere wird als Königssohn geboren. Und die Zeiten zwischen Tod und Wiedergeburt? Das kann sehr schnell sein. Das kommt immer auf die spirituelle Veranlagung des Einzelnen an. Ne? Der eine will ein bisschen schauen, ne, wie das ist dann, ne, wenn er tot ist. Oder das interessiert ihn, was seine Verwandten dann alles machen mit ihm. Ne? Ja, manche schauen sich da das Szenario an, ne? Und dann denken sie, was für ein Gelaber da ist. Ne? Oder was da für eine Schau da abgezogen wird. Oder die anderen, die meisten gehen eigentlich sofort. Ne? Sobald du merkst, dein Auto ist Schrott, ne, kannst du nicht mehr fahren, steigst du aus und gehst. Und das passiert mit den meisten. So wie Jesus so schön gesagt hat, die Masse geht durch das breite Tor, das in die Verderbnis führt, nur wenige gehen den steinigen Pfad, der ins Reich der Himmel führt. Ne? Und die Masse, ne, geht sofort. Da ist der Körper tot und dann zwei Sekunden später sind die weg. Meistens unten da, in dem warmen Bereich, in dem heißen Bereich. Manche werden zu Geistern, je nachdem. Ja, sobald man die Wahrheit ein bisschen weiß, kann man doch was machen, um sich zu schützen. Ja. Aber es ist natürlich nicht einfach, dieses Meditation, gell? Und es ist auch nicht einfach, gegen unsere Triebe, angestammten Triebe, da mal unseren angestammten Geiz oder unsere angestammte Kritiksucht da mal ein bisschen da einzuhaken und so ein bisschen weicher zu werden. Ne? So. So, nur irgendwelche Fragen. Ja? Ich darf Fragen stellen, Jan. Natürlich darfst du Fragen stellen. Warum sollst du keine Fragen stellen dürfen? Einfach, weil auch Laien da sind. Vielleicht ist die Zeit eher für Laien. Nein. Ich habe ein Problem mit Essen, Hunger, Gier. Ja. Ich habe das jetzt so lange untersucht, dass ich sagen muss, Hunger ist reine Illusion. Ich habe auch keinen Hunger mehr, auch wenn ich längere Zeit nicht esse, weder am ersten Tag, noch am zweiten Tag, noch am 14. Tag. Aber wenn immer ich essen gehe, ja, sobald der Ajahn das Wägelchen in meinem Blickfeld schiebt, ist wie wenn alles andere nicht stattgefunden hätte. All das, was ich vorbereitend Übungen gemacht habe, da kommt die Gier, Bruchteil von einer Sekunde ist mein Menü, alles klar, von dem nehme ich nicht. Und das Schlimmste ist, wenn ich nur das esse, was ich nicht gerne habe, da gibt es dann auch eine Prioritätenliste. Ja. Das hat, von dem nehme ich mehr als vom anderen, weil das habe ich lieber als das andere. Und da komme ich überhaupt nicht weiter. Weißt du, wie lange übst du das schon? Das Thema Essen mache ich jetzt über 10 Jahre, aber ich habe normalerweise... Nein, ich meine mit Hilfe von Meditation. Die 4 Jahre, die ich jetzt Mönch bin, am intensivsten jetzt aber seit der letzten Wasser. Ja, okay, also. Und dann kannst du sicher sein, das wird für die nächsten Jahre wird es so bleiben. Aber es wird sich verändern. Ein großer Teil kann sich verändern, wenn du dann anfängst zu fasten, mal für länger zu fasten, für 7, für 10 Tage, für 15 Tage zu fasten. Und dann, wenn du nach 10 oder 14 Tagen zurückkommst, dann kannst du nicht mehr viel essen.
Da geht nämlich nichts mehr rein, da ist der Magen klein. Ich habe das zu Beginn gemacht. Ja. Aber dann ist, am ersten Tag kommt der Gedanke Hunger. Ja. Dann setzt man sich hin, wie Sie gestern gesagt ja. haben, dann ist kein Hunger da. Ja. Am zweiten Tag kommt noch so ein, ja, zwei Wahnsinn. Ja, nee, am zweiten Tag fastest du ja schon wieder. Ja. Und dann ist es weg für den Rest. Ja. Und wenn du das für eine Weile machst, ne, dann wird sich das ein bisschen ausgleichen. Es wird nie weggehen. Weggehen geht die Gier nur durch Untersuchung. Durch die Körperuntersuchung. Ah, ich muss nicht die Gier während dem Essen untersuchen? Nein, da siehst du sie. Ja. Du musst sie nur beobachten. Und du musst nur versuchen, dich dieser Gier zu widersetzen. Das ist immer wieder versuchen. Ne? Ja. Die Gier auf kleiner Flamme zu kochen. Sich zu widersetzen. Aber die Gier wirst du so nicht los. Die Gier wirst du nur durch die Untersuchung des Körpers los. Und da wirst du sehen, je mehr Körperuntersuchung du machst, ne, und je mehr diese Körperuntersuchung fruchtet, vor allem wenn du siehst, ne, wenn du siehst das Essen, ne, das dann in deiner Schale ist, und du machst das Bild einfach ein Stück Scheiße, das, was da rauskommt, und dann wirst du nicht mehr so viel essen. Das ist meine Anschlussfrage. Ja? Das ist ja von oben bis unten alles die vier Elemente. Ja. Und wir müssen alles untersuchen. Ja. Heißt das, Scheiße essen ist okay? Das ist du sollst deine eigene Scheiße nicht essen. Okay. Ne? Sondern du sollst das Essen schon als Endprodukt sehen. Ja, ja, das. Aber das, so weit gehen wir nicht. Nein. Weil Urin trinken ist der Bestandteil. Das ist Urin trinken, das ist okay. Das ist eine Medizin. Das hat der erhabene Buddha gesagt. Aber mit Scheiße hat er nie was gesagt. Das war also, das ist nicht. Ne? Ich habe schon angefasst, ich habe da. Ja, angefasst, riechen, ne? Und dann mal. Ne? Und dann ist das, der Gedanke gekommen, vielleicht muss ich es auch essen. Nein, musst du nicht. Ne? Das riechen muss nicht essen. Ne? Außerdem schmeckt es ganz gut. Weiß ich nicht. Ja, das ist nur der. Das ist. Ja. Das schmeckt auch nicht anders. Es ist halt nur nicht hilfreich. Ne? Das ist ja, der Ekel ist... Weil du eben denkst, ja, der Ekel, das ist das Problem. Aber ist auch Illusion. Ja, aber du kannst doch daran nicht anfangen. Natürlich ist alles Illusion. Das ist alles Illusion. Du lebst in der Illusion. Du kannst doch nicht anfangen damit mit das ist ja alles Illusion. Nein, du musst da hinkommen, dass das Herz das weiß, dass es Illusion ist. Weil du gehst jetzt über den Kopf. Ja, ich wollte das vom Kopf eben umsetzen. Darum habe ich ja, das geht nicht. Nein, du musst es mit dem Herzen umsetzen. Einfach über die Körper untersuchen. Ja. Und da wird sich dann, ne, durch deines genauso sich der Müdigkeit zu widersetzen. Das ist ja wurscht, wo die Gier hingeht. Ne? Ob das nun bei der Müdigkeit jetzt die Gier kommt, ne? Ich will jetzt schlafen, ne? Oder ich will nicht weitermachen, ne? Oder ob das beim Essen kommt, ne? Das ist ja wurscht. Sich immer wieder den Kilesas zu widersetzen, sodass die Kilesas auf kleiner Flamme gekocht werden. Sind die auf kleiner Flamme, dann kann man die auch besser untersuchen. Ne? Das ist der ganze Sinn und Zweck, ne? Sich die Sinnestore zu schließen, dass eben diese große Gier nicht reinkommen kann. Das ist ja der ganze Zweck von was der Arne Buddha sagt, die Sinnestore zu schließen. Dass das immer wieder passiert, ja, das ist klar. Und das wird die nächsten Jahre immer noch so passieren. Und sich immer wieder bewusst zu werden. Und dann so, Lungda Mahabor, ne, der hat es dann gesehen, ne, einen Tag nachher hat er gesehen, wie die Gier, wo er gar nicht mal reingepackt hat in seine Schale, und dann hat er seine Schale angeschaut und dann hat er gesehen, das kam alles nur von den Gläsern rein, hat er seine Schale genommen, ist aufgestanden und hat sie ausgeleert. Hat an dem Tag nicht gegessen. Wenn die Gier ihn überkommen hat, hat er gesagt, nein, das gebe ich nicht nach. Dann hat er die Schale genommen, ausgeleert und hat nicht gegessen. Das ist jetzt die Peitsche. Gibt es auch ein Zuckerbrot? Weil das ist dann gefährlich. Wieso? Ja. Wenn ich jetzt sehe, Nampanna hier ist ja sehr
Ja, das müssen wir sowieso mal ändern. Ne? Was heißt das? Bis wohin ist sinnvoll? Ich halte mich da eher zurück. Ja, das ist auch gut so. Manche gehen überhaupt nicht zum Panam. Andere gehen. Das musst du schauen. Ne? Du musst, ne? Das Zuckerbrot nimmst du, um dich anzutreiben, dass du länger meditierst. Wenn das aber nicht hilft, dann lass es sein. Ja? Also ich habe immer nur, sei es jetzt eine Zigarette geraucht oder noch einen Kaffee getrunken, nur wenn ich danach nochmal meditiert habe, wirklich voll rein. Das war mein Zuckerbrot. Und gesagt, okay, wenn du es willst, aber nachher wird meditiert. Und dann bin ich dann halt nochmal 2 Stunden gegangen oder eine Stunde gegangen. Aber da musst du schauen, wie du gewachsen bist. Ne? Ja, das ist heute so, morgen anders. Ja, das wird sich immer ändern, aber du musst schauen, da ist etwas Grundlegendes. Ne? Es scheint jetzt, dass es dies so ist oder so ist, und dann musst du schauen, was ist denn die Wurzel von diesen beiden? Vielleicht ist es ja dieselbe Wurzel. Ja? Und wenn du die Wurzel hast und die Wurzel rausreißen kannst, dann ist weder das eine noch das andere. Du weißt doch beim Wurzelwerk, ne? Einen Rosenstock, ne? Und dann kommen die Dornen raus, dann kommen die Äste raus und dann kommen die Blumen raus. Ne? Und für uns sind Blumen oder für, wie heißt es, Blüten? Oder die Dornen oder die Äste, was 2, 3 verschiedene Sachen. Aber sie haben alle dieselbe Wurzel. Verstehst? Ja. Und nicht so übertrieben rangehen, also mit der Peitsche, also nicht dich peitschen, sondern einfach sagen, mache ich nicht. Gebe ich nicht nach. Mal sehen, wer recht hat. Nicht das zu erzwingen. Ne? Das zu erzwingen, da brichst du dir nur das Genick. Und das ist das, was die Chinesen dann eigentlich wollen. Gerade bei den Westlern, ne, da passiert es sehr häufig, die gehen dann, kann ich doch machen, ne? Die gehen dann mit der Brutalgewalt und versuchen, das alles überzumähen. Ja, was passiert denn, wenn es übermäht? Ne? Nachher wächst wieder raus. Ja? Man muss das mit Klugheit machen. Panja, weiß ja, die muss ja zuerst entstehen. Ja, deswegen praktizieren wir ja auch. Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass du dich jetzt als Mönch, ne, dahinsetzt, ne, und dass das alles gleich vorbei ist. Das dauert seine Zeit. Ne? Du hast auch nicht Laufen an einem Tag gelernt. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden, so sagen wir im Deutschen. Ne? Das dauert seine Zeit und wir sind halt ungeduldig und je älter wir werden, umso ungeduldiger werden wir. Wir wollen natürlich, dass das morgen weg ist. Ja. Und du wirst es erleben, dass ich anscheinend, du trainierst es, du arbeitest 6 Jahre, 7 Jahre oder 10 Jahre und es scheint sich nichts zu ändern. Aber wenn du zurückblickst, hat sich viel geändert. Also im letzten halben Jahr hat sich viel geändert, aber... Ne, das Gion Hass, weißt du, Gion Hass, ne? Das dauert seine Zeit, ne? Du musst deinen ganzen Amazonas abholzen. Wie lange dauert denn das? Als Einzelner mit Axt, nicht mit Motorsäge. Ha? Der Amazonas, weißt du, alles, ne? Du brauchst ja nur... dich 10 Minuten hinzusetzen und schauen, was in den Geist reinkommt. Das muss alles abgeholzt werden. Das braucht seine Zeit. Und das kann man nicht abholzen, indem man das nicht will. Man muss die Dinge akzeptieren, so wie man die Gier akzeptieren muss. Und dann mal schauen, was die Gier mit dir macht. Das ist das, du gehst jetzt vom Verstand aus. Ich sage, du musst das Herz öffnen und zeigen, aha, siehst du die Gier? Ist es angenehm? Warum tust du dir das an? Die Fragen musst du dir stellen. Nicht zu sagen, dass Gier ist nicht gut. Du musst fragen, was ist Gier? Was ist Schmerz? Was ist Hass?
Wie fühlt er sich an? Was macht er mit mir? Und warum lasse ich das zu? Und was kommt vor der Gier? Das ist noch viel elementarer als die Gier selber. Was kommt denn vor der Gier? Das kriegst du gar nicht mit. Vor der Gier kommt nämlich was. Kommt eine Erinnerung, kommt ein Gedanke, kommt ein Gefühl, kommt ein Sinneseindruck. Ja? Was kommt vor dem? Was kommt vor dem? Wo ist der Auslöser? Du bist ja aus der Schweiz, du weißt doch, dass eine Lawine nicht von alleine entsteht. Dass eine Lawine durch einen kleinen Stein, der anfängt zu rollen, entsteht. Und je mehr Umdrehung sie macht, umso größer ist sie. Ja, also du musst doch zum Stein gehen. Nicht zu der Gier, die dich da überwältigt. Das ist ja schon die Lawine. Also musst du zurückrollen, dass du mit jedem Rollen kriegst du eine dieser Schichten des Schnees weg. Und bis du hinkommst zum Stein. Das ist Weisheit. Verstehst? Ja. Und, verstanden? Mittelweg wählen. Ja. Nie diese Extreme. Ja, natürlich. Was ist bei uns jetzt extrem? Ja. Der erhabene Buddha hat ja auch immer von dem Mittelweg gesprochen. Majjhima Paṭipada. Ja? Aber der Mittelweg ist nie etwas, was Bequemlichkeit beinhaltet. Es ist immer ein stetiges Sich-Bemühen. Sich bemühen, dem nicht nachzugeben. Wenn man dem nachgibt, dann ist das auch okay. Ne? Das dafür sich dann also aber auch keine Schläge auf den Rücken, wie die christlichen Mönchen sich dann gegeißelt haben. Das geht doch voll in die, ne? Das geht doch voll in die Kerbe der Kilesas. Ne? Oh ja, das hat ja nicht so weh getan, kann ich das nächste Mal nochmal machen. Das ist der falsche Weg, ne? Zu sehen, zu verstehen, ne? Und den Dingen auf den Grund zu gehen. Ne? Das ist schön in der deutschen Sprache, den Dingen auf den Grund gehen. Und das ist eigentlich so eine deutsche Eigenart, die wir eigentlich von in der Wiege mitbekommen haben, wenn wir alt genug sind. Ne? Nicht einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ne? Sondern den Dingen auf den Grund gehen. Wo kommen die denn her? Zu verstehen. Wie entsteht die Lawine? Du siehst die Lawine und du willst ja die Lawine nicht haben, aber deswegen geht sie nicht weg. Aber zu sehen, wie der Stein in den Schnee fällt, das kannst du sehen. Und dann kannst du den Stein aufheben und dann entsteht keine Lawine. Das ist Weisheit. Zu sehen, zu observen. Und das ist ein, ne? Und das kannst du nicht mit dem Gedanken. Mit dem Gedanken kommst du da nicht hin. Wie das entstanden ist. Das kann man nur durch Beobachten. Ne? So wie einen Sonnenaufgang beobachtest. Ne? Mit jedem Stückchen geht in die Scheibe ein bisschen, ne? Wird's rund. Ne? Am Anfang siehst du nur so ein rosa Himmel. Und dann kannst du, ne? Mit dem Gedanken, ja, wie kommt da die Scheibe zustande? Ne, beobachten, beobachten, beobachten. Und das lernen wir durch das Samadhi. Beobachten, beobachten. Wie ist das Buddha, wie ist der Atem? Jetzt in diesem Moment, im nächsten Moment. Wie unterscheidet sich das eine Buddha vom anderen? Dadurch. Dadurch kommen wir den ganzen Dingen auf die Spur, oder? Ne? Sehen die... Oder gehen wir den Dingen auf den Grund. Okay? Jetzt ist meine Stimme im Arsch. Noch eine wichtige Frage? Ja? Also mir wird immer geraten, meditieren. Du musst davor erstmal autogenes Training machen. Wer sagt sowas? Kollegen. Ja, ja. Nein, das ist Blödsinn.
Natürlich, wenn du Yoga gemacht hast, dann fällt dir das Meditieren viel einfacher. Wenn du autogenes Training gemacht hast, dann fällt dir das Meditieren auch einfacher. Aber das hat halt überhaupt nichts mit zu tun. Nee. Sich hinsetzen, ne? Bequem, das geht nicht um die Körperhaltung, sondern und dann einfach, ne? Das ist schwierig. Und egal, ob du autogenes Training gemacht hast oder nicht, das fällt dir immer schwierig. Ja, habe ich mir auch gesagt, das macht kein Mensch auch. Ja, lass dich von, das ist dasselbe, ne? Wir lassen uns von den anderen so einfach beeinflussen. Ne? Nicht widersprechen, sondern sagen, okay, das ist dein Ding. Ja. Weil wenn du widersprichst, dann ja, ja. Braucht man gar nicht zu widersprechen. Sondern seine Meinung bei sich zu behalten, dann greift die auch niemand an. Ja, aber manche immer wieder stacheln. Ja, ich habe gelassen, wie sie mich gestachelt haben am Anfang. Da war ja überhaupt Meditation oder so weiter, da war ja sowieso was. Ne? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama oder sowas. Ne? Als ich das angefangen habe. Und meine Kollegen auch gestachelt. Und das haben sie 2 Jahre versucht. Ne? Und ich bin aber nie drauf eingegangen. Und dann nach 2 Jahren haben die umgeschwenkt. Haben gesagt, oh, das ist aber interessant. Da ist jemand, der nicht auf unser Stacheln reinfällt. Ne? Der muss ja was Besonderes machen. Und dann haben sie sich plötzlich für das, was ich mache, interessiert. Und darauf geht es ja doch hinaus. Ne? Wenn du dich ständig reagierst, ne? Die Menschen lieben das, ne? Auf den anderen. Ne? Sie selber lassen sich gerne aufregen, ne? Aber sie versuchen natürlich den anderen auch anzustacheln. Ne? Und dann sagen, ja, schön. Ne? Einfach, das ist so wie die Teile, ne? Lachen. Ne? Immer lächeln. Ne? Aber nicht überheblich lächeln. Ne? Ja, einfach, hast schon recht. Ne? Wie der Bayer sagt, ne? Du hast recht und ich habe mehr Ruhe. Ich finde das, ja, das finde ich so einen tollen Satz, so ein toller Spruch, ne? Immer in jedem der Zaustisch, ne? Okay, du hast recht, ja, mehr Ruhe. Ja? Das gibt es heutzutage auch nicht mehr, das ist alles so schon vor 50 Jahren. Aber das ist diese Gelassenheit, die wir brauchen. Und wir als Deutsche sind halt, lassen uns gerne aufstacheln. Ne? Oder Rechthaberei. Ne? Das ist das, was uns aufstachelt. Ne? Und das muss man halt lassen. So. Na, Michael, eine Frage? Wir können zu tief kommen. Wir können zu tief kommen. Okay, dann. Ja? Let's finish. Yeah.